Gödi, direkt aus Rom. Erzählen Sie, Sie sind Ministrant. Nein, ich bin der älteste Ministrant von der Schweiz. Das heisst, ich bin nicht ein Ministrant, ich bin ein Maxistrant. Warum sind Sie Mini- oder Maxistrant? Wie Sie schon gesagt haben, die katholische Kirche hat mit einem starken Mitgliederschwund zu kämpfen. Das heisst, wir müssen neue Geschäftsmodelle herausfinden. Und darum habe ich mir ein Projekt überlegt. Und das ist ein Projekt, das heisst Rent-Ministrant. Also bei uns können jetzt auch Zivilisten Ministranten mieten. Ministranten mieten? Richtig. Also, seien wir doch mal ehrlich. Bei den Ministranten ist es genau wie bei den Autos auch. Ein Ministrant wird nur selten benutzt. Also man braucht ihn irgendwie einmal in der Woche. Ne? Vielleicht am Sonntag für ein paar Stunden in der Kirche. Ne? Aber sonst steht er eigentlich die ganze Zeit in der Garage, also in der Sakristei umeinander und rostet vor sich hin. Das heisst, wir müssen mit der Zeit gehen. Und die Zeit von heute ist die sogenannte Zeit von der Share Economy. Sharing heisst Caring. Und darum haben wir gesagt, wir müssen es einfach machen wie Airbnb, aber einfach für Ministranten. Und für was soll man jetzt so einen Ministrant mieten? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, überlegen wir uns doch mal, was sind eigentlich Kernkompetenzen von einem Ministrant? Das sind vor allem weiss angelegt sein und Zeug heben. Das heisst, theoretisch könnte man mieten als Zügelhilfe. Oder als Geist in der Geisterbahn zum Beispiel. Oder warum nicht als Nachttischli? Als Nachttischli nimmt man gerade am besten zwei, einen für links, einen rechts. Dann täten die einem auch am Abend noch schön in den Schlaf hineinschwingen mit so zwei mit schönen latinischen Liedli, ne? Und am Morgen, zack, gerade auch noch ein Wecker. Also ich bin mal ganz ehrlich, Herr Göll, die Ministranten vermieten ist jetzt schon ein bisschen seich, ne? Wieso, die Idee wird ja schon längstens überall umgesetzt in der Welt. Ja, aber sicher, Ministranten gibt es ja überall, einfach weltliche Ministranten. Schauen Sie sich mal umeinander. Bei den Fußballmatch, die Einlaufkinder, Ministranten. He? Beim Tennis, die Balljungen, Ministranten. Oder da Ihre Sendung, Herr De Ville. He? Also rein liturgisch gesehen ist Ihren Kapi nichts anders als ein Ministrant. Und ganz ehrlich, also ich könnte Ihnen Ministranten vermitteln. Also die würden die gleiche Arbeit besser, schneller, für den halben Preis machen. Wirklich, Sie können auswählen, wir haben alles. Wir haben Appenzeller, Aargauer, Basler. Leute, einmal ein Zimbabwe zwischendurch, warum auch nicht? Hä? Diversity, Herr De Ville, Diversity, haben wir alles dabei. Ministrantenmiete, könnte das nicht auch falsch verstanden werden? Nein, im Gegenteil. Stellen Sie sich doch mal vor, wie Ihr Leben plötzlich an Bedeutung gewinnen, wenn Sie überall, wo Sie hingehen, einfach plötzlich von zwei Ministranten begleitet werden. Hä? Wirklich, egal wo Sie hingehen, laufen links und rechts zwei so geschniegelte Burschen, die aussehen wie so zwei gut erzogene Bodyguards aus einem alpinen Internat neben deinen Herren, wäre doch schön. Zum Beispiel, weiss auch nicht, im Fitnesscenter zum Beispiel, als Personal Trainer. Ne? Der eine ruft ihnen zum Beispiel zu, motiviert sie, sagt so eins und zwei und eins und zwei. Und dann sagt er, so musst du machen, so mit der Hand, so, dass so aussiehst. Oder irgendwie in der Bäckerei zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Bäcker am Morgen, bestellen das Brot, sagen, ich hätte gerne ein St. Galler Brot, ein Pfund. Und dann wiederholt es plötzlich von links und rechts aus doppelter Ministrantenkehle, singend auf Latinisch: Habemus panem St. Gallum per favorum. Ich sage Ihnen, Sie kommen das Brot sofort gratis über. Tönt sehr spannend. Herr Göldin, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ihres Business.